Hallo liebe Handballfans, herzlich willkommen zur MT Talk Premiere. Zum ersten Mal eine illustre Gästeschar und das gleich live. Wir sind hier im schönen Renthof im Schatten der Kasseler Brüderkirche, also direkt im Zentrum unserer nordhessischen Metropole. Und wir begrüßen alle an den Geräten. Wir hoffen, dass viele, viele Interessenten da sind und uns zusehen, zuhören. Wir werden natürlich Themen behandeln, von denen wir meinen, dass das die Fans interessiert. Und wir müssen natürlich auch über Corona sprechen. Das vorab, wir haben einen reichhaltigen Plan für die nächsten 60 Minuten etwa und deswegen keine lange Vorrede. Ich stelle Ihnen kurz unsere Gäste vor. Die Gästeschar wird angeführt vom MT-Vorstand höchstpersönlich Axel Gerken, seit 2012 übrigens bei der MT Melsungen in Amt und Würden, kam damals von der HSG Wetzlar, hat selber schon Champions League-Erfahrung, hat im Champions League-Finale mit dem THW Kiel gegen den FC Barcelona gespielt. Das hat damals, glaube ich, korrigiere mich Axel, nicht ganz gereicht, aber du hast dann wenigstens zweimal den deutschen Meister und den deutschen Pokal gewinnen können, hast selber 10 Länderspiele absolviert und hast dann dich in der Zwischenzeit auch als Manager immer weitergebildet, unter anderem in Zusammenhang mit der Kölner Sporthochschule und der EHF zum European Handball Manager und das sogar als Jahrgangsbester abgeschlossen. Wir sind froh, einen solchen Manager zu haben hier bei der MT Melsungen. Herzlich willkommen, Axel Gerken. Ja, ja, danke, danke. Wir machen weiter in der Reihe. Der Mann, der Erfolgsgeschichte geschrieben hat, er kommt aus dem kühlen Norden, kann man fast sagen, wenn man unsere Temperaturen hier momentan anschaut, aus Reykjavik auf Island. Und er ist Silber und Gold dekoriert mit olympischen Medaillen, hat 2008 mit Island Silber geholt, bei Olympia 2016 Gold, dann sogar mit den Dänen, neben unzähligen isländischen Meisterschaften und Meriten in der Bundesliga, unter anderem Europapokalgewinn mit den Rhein-Neckar-Löwen. Ist er lange noch nicht müde und immer noch hungrig auf weitere Erfolge. Er ist seit Februar bei der MT Melsungen und wurde schon nach 2 Spielen zur Untätigkeit verdammt. Wir freuen uns, dass er da ist. Herzlich willkommen, Gudmundur Gudmundsson. Und da an der Stelle müssen wir gleich mal was klären. Es sind 2 Kosenamen von dir in Umlauf. In Mannheim hat man dich Gümmi genannt und wir nennen dich Gudmi. Das ist den Mannheimern natürlich schon aufgefallen. Da hat sich mal der Olli Rockisch ein bisschen belustigt drüber gezeigt. Jetzt die direkte Frage an dich. Wie hättest du es denn gern? Du hast dich als Gudmi bei uns vorgestellt. Die richtige Version ist Gudmi. Gudmi? Wie man, ja. Ah, okay. Dann lassen wir es so, wie du bei uns auch genannt wirst hier in Nordhessen. Ja, wunderbar. Ja, er ist ein echter Dauerbrenner hier in dieser Runde. Er geht jetzt in das 10. Jahr seiner MT-Zugehörigkeit und wir sind froh, dass er den Handballsport gewählt hat und nicht vielleicht sogar Formel-1-Rennfahrer geworden ist, wie sein Schulkamerad Sebastian Vettel, mit dem er damals die Bank in Heppenheim in der Schule geteilt hat. Also im 10. Jahr bei der MT hat ich sag mal, nicht alle Höhen und Tiefen des Vereins miterlebt, aber doch die wesentlichen in der ersten Handball-Bundesliga. Hat damals gespielt, unter anderem bei Wallau und bei der HSG Wetzlar. Und in seiner Jugendzeit ist auch schon die ein oder andere Merite angefallen, unter anderem bei der Junioren-Europameisterschaft oder auch bei der Junioren-Vize-Weltmeisterschaft. Er ist auch nach wie vor noch hungrig und will mit der MT endlich das erreichen, was sich vielleicht die Mannschaft, das müssen wir noch abklären, schon seit langem vorgenommen hat. Herzlich willkommen, Michael Allendorf. Hallo. Wir haben rein faktisch 4 Neuzugänge in dieser Saison bei der MT Melsungen zu verzeichnen. Arna Freyr Arnason, der isländische, ich weiß nicht, Vulkan am Kreis, 2 Meter groß, 115 Kilo schwer, Nationalspieler in seinen Landesfarben. Der kommt von Gudme aus Dänemark, aus der ersten dänischen Liga zur MT Melsungen und wird dort das Kreisläufer-Duo verstärken, 24 Jahre alt. Und nicht zu vergessen, auch jetzt formal neu im Team der MT Melsungen mit einem Profivertrag ausgestattet, Ole Pregler, 18 Jahre alt. Die Besonderheit, ein echtes Eigengewächs der MT Melsungen, ist schon seit der E-Jugend, seit dem Krabbelalter fast auf der Spur der MT
immer schon bei den Spielen der Zweitligamannschaft damals als Zuschauer dabei gewesen in der Stadtsporthalle und hat dann mit dem Höhepunkt jetzt vorerst die deutsche Meisterschaft mit der B-Jugend natürlich im MT-Nachwuchsteam gewinnen können. Ole Pregler, 18 Jahre, auch im Kader, 16 Köpfe stark der MT Melsungen. Und die zwei neuen Zugänge, die heute da sind, das sind möglicherweise die mit dem prominentesten Namen. Er ist der Shootingstar, heißt es immer so in den letzten Wochen und Monaten in der deutschen Handballszene. Sein Stern ging auf bei der Europameisterschaft Anfang des Jahres. Und wenn jemand am rechten Flügel oder wo auch immer mit einer Torquote von über 80% aufwarten kann, dann ist das schon was Besonderes. Er will in Zukunft seine Tore für die MT Melsungen werfen, kommt von der TSV Hannover-Burgdorf und auch gebürtig nicht weit davon entfernt aus Bad, ja, kann man ruhig sagen, Bad Nenndorf. Ja? Riepen ist der definitiv der Ort dazu. Und er ist frische 25 Jahre alt, hat, ich glaube, wenn ich das richtig recherchiert habe, erst 14 Länderspiele, aber das hat schon gereicht, um Handballer des Jahres zu werden. Herzlich willkommen, Timo Kastening. Servus. Last but not least in unserer Runde der Mann, der uns nachher vielleicht sagen wird, wie er den Umschwung rein atemtechnisch von der gesunden Berliner Luft auf die nordhessische Luft geschafft hat, wie es ihm hier gefällt. Er ist mit dafür verantwortlich, dass die Füchse Berlin einen Aufschwung genommen haben und hat das 10 Jahre lang maßgeblich mitbetrieben im Fuchsbau, den er jetzt sogar mehr als 10 Jahre, den er jetzt verlassen hat, um sich hier in Nordhessen dem Handball weiterhin zu widmen. Torhüter Silvio Heinevetter muss sich vielleicht gar nicht mal so groß umstellen, denn er stammt aus Bad Langensalza in Thüringen. Und das ist nur etwa 120 Kilometer entfernt von hier, vom schönen Nordhessen. Er selber hat 192 Mal für die Nationalmannschaft gespielt und ist auch nach wie vor, genau wie sein Kollege Timo, im aktuellen Kader der DHB-Auswahl. Er hat alle Höhen mit dem Füchse-Team erlebt, unter anderem die Vereinsweltmeisterschaft. Herzlich willkommen in Nordhessen, Silvio Heinevetter. Mahlzeit. Ja, Corona, Axel, ist das Thema und im Grunde genommen hätte ich alle auch hier als Krisenmanager vorstellen können, angefangen von dir. In deiner, sag ich mal, den Friesen eigenen Gelassenheit sitzt du hier und das ist fast ein kleines Wunder, wenn man das Pensum betrachtet, was du in den letzten Monaten ableisten musstest. Also vielleicht kommen wir erstmal zum privaten Bereich. Wie habt ihr das zu Hause in der Corona-Zeit bewältigt und wie bist du mit deiner Familie da durchgekommen? Naja, also erstmal ableisten müssen ist ja immer so die Frage. Ich bin nach wie vor froh und dankbar, dass ich das machen darf, was ich mache. Und das macht mir auch in schwierigen Zeiten meistens großen Spaß, auch wenn dann jetzt eben einfach viele Dinge anstehen, die einfach zu regeln sind. Wie haben wir das bisher selber gemacht in der Familie? Das sind die klassischen Dinge, die passiert sind. Alle waren dann mehr zu Hause als sonst. Homeschooling mit den Kindern. Die zum Glück nicht mehr ganz so klein sind und dann schon viele Dinge auch selbst machen konnten. Also ich würde sagen, wie viele andere Familien auch, die ganz klassischen Dinge, die zu regeln waren. Ich war zu Beginn ein bisschen überfordert mit so viel Anwesenheit zu Hause sozusagen, aber das hat sich dann auch irgendwann gegeben und mittlerweile auch wieder ins andere verändert. Also insofern war das eine spannende Zeit und das wird sicherlich auch noch eine Zeit lang bleiben. Gudmi, wie hast du es erlebt? Du bist dann erstmal, nachdem dein Einstand hier in Melsungen, Kassel, Schrägstrich gelungen war, zurück in deine Heimat nach Island. Wie hast du da die Zeit verbracht? Ja genau, also ich bin nach Island geflogen am Mitte März und dann sofort in Quarantäne. Und das habe ich gemacht in meinem Sommerhaus, weil ich durfte meine Familie auch nicht treffen und kein Mensch sogar. So da bin ich einfach 14 Tage lang. Aber da schon haben wir natürlich angefangen, zu planen, wie machen wir weiter mit der Mannschaft. Wegen Trainingspläne oder Trainingsempfehlungen hieß es eigentlich. Und dann haben wir uns entschieden, schneller so viel Kontakt mit den Jungs zu machen wie möglich. Wir haben danach eigentlich so regelmäßige Videokonferenzen gemacht und so weiter. Und ich finde, was ich jetzt erlebt habe mit den Jungs, finde ich, wir haben diese
Phase oder diese Periode sehr gut überstanden, ne? als Mannschaft, kann man sagen. Ne? Kommen wir gleich noch zu, wie war das in Island selber? Hat man da eine eigene Mentalität, etwas gelassener mit einer solchen Krise, die ja auch noch niemand vorher kannte und erlebt hat, umzugehen? Ich glaube, die Isländer haben das sehr ernst genommen von Anfang an. Natürlich ist das eine Insel. Viele Dinge sind einfacher und da wohnen nur erst 350.000 Leute. Aber egal, die haben das sehr ernst genommen und ich glaube, die haben Weltrekord im Testen. Die testen sehr viel und okay. Da gab es haben die Leute dann gefunden, die waren krank oder mit Symptomen. Und es ist eigentlich sehr schnell gelungen, dass Island hat das in den Griff bekommen. Ne? Mhm. Und deswegen war Island bis jetzt eigentlich coronafrei. Jetzt gibt es aber ein paar Fälle, aber nicht viel. Wie hat es die Familie Allendorf gemanagt? Besondere Verantwortung dann noch, wenn kleine Kinder da sind. Wie habt ihr das bewerkstelligt in der Zeit? Ja, also mir zumindest wurde so schnell nicht langweilig, weil die Trainingsempfehlungen waren schon sehr ernst gemeint. Und die kamen, also wir hatten ja von Anfang an unsere Trainingspläne auch. Und ich glaube, als Mannschaft haben wir die auch ganz gut umgesetzt und haben wirklich die Zeit sehr gut genutzt. Von daher hatte ich zumindest immer was zu tun, aber es war natürlich eine besondere Situation. Also Kindergarten zu, sogar Spielplätze geschlossen, Geschäfte zu. Dann muss man sich erstmal was überlegen, was man mit so einem kleinen Kind dann jeden Tag rund um die Uhr macht. Und von daher, ich glaube, keiner von uns hat so eine Situation schon mal erlebt. Also mit Sicherheit nicht. Und da mussten wir uns auch erstmal reinfinden. Aber ich denke, es hat auch teilweise ein paar positive Aspekte gesehen. Gerade wir als Profisportler waren wir wahrscheinlich noch nie so viel Zeit zu Hause mit der Familie. Und da konnte man schon die Zeit auch dann ganz gut nutzen, um die Zeit dann auch ein bisschen zu genießen. Timo, du kommst von einem Bauernhof. Wie war deine Devise anfänglich, als der Lockdown kam, kein Handball mehr möglich war? Und bist du dann zu Hause rauf aufs Land gefahren und hast dort deine Zeit verbracht? Ja, gefühlt mehr gearbeitet als Sport gemacht zuerst. Und war zu Hause gut zu tun. Die Familie war auch daheim und war auch schön, sag ich mal, bevor die Zeit hier losging, nochmal die Zeit mit der Familie zu haben. Wir hatten genug zu tun und habe mich sehr wohl gefühlt, noch mal ein bisschen im Nest zu Hause, bevor es jetzt hier nach Kassel ging. Und dementsprechend habe ich die Zeit mit der Familie sehr genossen und konnte mich sehr gut darauf vorbereiten, dass es dann hier in Melsungen eine harte Vorbereitung gibt. Silvio, beneidest du dann so einen Kollegen wie den Timo, der jetzt sozusagen raus aufs Land fahren kann? In einer Großstadt wie Berlin ist es sicher nicht ganz so einfach, immer so Abstände zu halten. Wie hast du das gemanagt in der Anfangszeit der Corona? Ja, ich war natürlich zur Anfangszeit auch zu Hause in Quarantäne und das heißt ja nicht, dass man die ganze Zeit in Berlin bleiben muss. Ich bin auch aufs Land zu Freunden gefahren und habe mich dort abgeschottet, ja, so wie das eigentlich jeder zu der Zeit gemacht hat. Also das ist nichts Spezielles. Ob das nur ein Malermeister oder sonst was ist oder ein Sportler, irgendwie mussten sie alle die Pille schlucken und ja, ich habe dann versucht, vielleicht die Wohnung ein bisschen klar Schiff zu machen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Kleiderschrank ausgeräumt habe. Halt so Sachen, die man halt, ja, wo man nie dazu kommt, mal Keller aufräumen, mal ja, so aussortieren an Sachen. Und da ist schon ganz schön viel angefallen. Okay. Also sinnvoll genutzt, allenthalben. Parallel zu den privaten Einschränkungen kamen ja dann auch immer die, die im beruflichen Bereich angesiedelt sind. Und da ist natürlich ein Manager eines Profisportclubs wahrscheinlich noch mehr gefordert als sonst. Axel, die größten Herausforderungen. Es ging damals los mit den ersten Überlegungen. Was machen wir denn jetzt mit den Zuschauern, die alle Tickets haben für die restlichen Spiele, die jetzt nach dem Saisonabbruch gar nicht mehr abgeleistet werden können? Kommen da eventuell Sponsoren auf uns zu mit Rückforderungen? Und wie geht es mit den Spielern weiter? Da muss Kurzarbeit beantragt werden. Die ganzen Entscheidungen zu treffen ist das eine, aber die Umsetzung ist das andere.
Ja, grundsätzlich ist es so, dass man allen, die daran beteiligt sind und die sich bei uns auch im Umfeld tummeln, da muss man erstmal ein großes Danke sagen. Egal, ob das Zuschauer sind, die in ganz großem Maße auf ihre Rückerstattung von Ticketpreisen verzichtet haben. An alle Sponsoren, die auch ganz wenig Rückforderungen nur gestellt haben, aber natürlich auch an alle Mitarbeiter und Spieler und Dienstleister, die wirklich alle an einem Strang ziehen und das auch noch weiterhin tun. Weil das eine war jetzt, sag ich mal, das Saisonende herbeizuführen. Das war noch eine relativ kurze Zeit eigentlich. Wir hatten noch insgesamt 8 Spiele, davon 4 Heimspiele in der Bundesliga, 5 noch eins im Europapokal, was dann zu dem Zeitpunkt noch ausstand, als die Saison abgebrochen wurde, sodass man diesen Zeitraum eigentlich ganz gut überbrücken konnte. Dennoch blieb das natürlich eine wirklich große Herausforderung hinsichtlich der Arbeitsbelastung, die Ticketrückabwicklungen allein zu bewältigen. Das sind Wäschekörbe angekommen, die irgendwie alle bearbeitet werden mussten. Das war sicherlich viel und natürlich auch einfach viele Gespräche zu führen, sei es mit den Spielern, Mitarbeitern, aber auch mit vielen Dienstleistern und da um Verständnis zu werben. Aber dadurch, dass eben alle die gleiche Situation haben, war dann doch sehr, sehr großes Verständnis da und fiel dann allen auch leichter, einen Schritt aufeinander zuzumachen. Und das ist nach wie vor noch so, weil wir natürlich jetzt noch nicht so genau wissen, wie entwickelt sich die ganze Geschichte jetzt weiter. Aber bisher haben wir es, glaube ich, gut gemanagt und gut geschafft. Und ich bin auch optimistisch, dass wir das weiterhin gut schaffen werden. Wir haben das Ziel des Saisonstarts. Wir wissen, wann wir im Europapokal spielen müssen. Und das sind letztendlich alles positive Signale und versuchen jetzt eben, unsere Konzepte so weit herbeizuführen oder zu finalisieren, dass wir dann am Ende hoffentlich auch mit Zuschauern spielen können. Um vielleicht unseren Zuschauern ein bisschen eine Vorstellungskraft zu geben, gibt es da Zahlen, dass man sagt, also mehrheitlich, wie auch immer, 90% zum Beispiel der Zuschauer haben auf die Rückforderungen verzichtet. Kann man das irgendwie beziffern? Ja, wir haben ja verschiedene Optionen angeboten, aber man kann schon sagen, dass deutlich über 90% auf Ticketrückforderungen in der alten Saison verzichtet haben. Wir haben natürlich dieses kleine Bonbon eines Unterstützertrikots, was wir angeboten haben für diejenigen, die verzichtet haben. Das hat eine sensationelle Wirkung entfacht. Ich glaube, wir machen 600 Trikots jetzt für die Leute, die verzichtet haben. Also das war wirklich eine tolle Aktion und wie gesagt, da kann man sich nicht genug dafür bedanken an dieser Stelle. Das war wirklich toll mit anzusehen. Wir haben die Sponsoren aufgenommen, die ja auch rein faktisch hätten Forderungen stellen können, weil ihre Werbeleistung nicht bei allen Spielen dann sichtbar war. Ja, ist richtig. Auch da gab es eine große Solidarität und die allerwenigsten haben da Rückforderungen gestellt. Mittlerweile ist natürlich schon so, dass sich die Situation in den Firmen auch hier und da anders entwickeln, sodass es dann manchmal schwieriger ist, auch Engagements fortzuführen. Aber zu diesem Zeitpunkt damals, bis zum Abbruch der Saison, war das wirklich eine ganz, ganz tolle Unterstützung und die spüren wir auch nach wie vor, sodass wir eben nach wie vor sehr optimistisch sind, dass wir auch weiterhin die Kurve gut kriegen können. Frage an Gudmi, du hast es schon angedeutet, du hast in deiner Heimat dann dich schon mit der Vorbereitung beschäftigt. Hat das vielleicht auch etwas Positives dann gehabt, dass du einfach intensiver dich mit den Dingen beschäftigen konntest, wo du sonst weniger Zeit hast, drauf zu schauen? Ja, also zum Beispiel habe ich natürlich viele Spiele von der letzten Saison mit Melsungen analysiert und auch von unseren kommenden Gegnern auch zum Beispiel. So, ich habe viel Zeit gehabt, einfach ein bisschen Handball zu noch mehr zu ja, gucken oder spielen. Dann natürlich haben wir eigentlich viel Zeit gebracht, auch unser Trainerteam, ich und Florian und Ari, über wie machen wir weiter, was ist sinnvoll und wie oft sollen wir trainieren und was sollen wir trainieren. Also wir haben, finde ich, viel gemacht in dem Sinne, kann man sagen. Und weil es war so unheimlich wichtig, diese Zeit also auszunutzen auch. Also ich sehe das auch, es war eine Chance, es war eine Möglichkeit auch. So haben wir gedacht auch, weil es gibt nicht oft so viel Zeit für den Spielern, sich aufzubauen, an Defizite zu arbeiten und so weiter. Und ich bin eigentlich jetzt, also an diesem Zeitpunkt jetzt, bin ich zufrieden, wie es ist gelaufen. Ich finde, die Jungs waren bereit. Wir haben jetzt unsere Vorbereitung natürlich gestartet und sind jetzt schon in unserer dritten Woche dabei. Und bis jetzt bin ich zufrieden, ne? So mit solchen Dingen. Ja.
Die Spieler vielleicht noch mal gefragt, ihr habt schon angedeutet, wie habt ihr das privat bewältigt, aber was geht dann in einem vor, in einem Profisportler, Michael, wenn auf einmal sozusagen die Saison gekappt wird, man muss Kurzarbeitergeld beantragen, das ist mit Gehaltskürzungen verbunden, man weiß nicht so richtig, wie es weitergeht, kommt da auch so ein bisschen, sag ich mal, Zukunftsangst auf, jetzt, wie es als Profisportler vielleicht dann weitergehen könnte? Natürlich, durchaus. Also das war eigentlich so das Hauptthema, was wir auch, wir hatten ja weiterhin Kontakt innerhalb der Mannschaft, aber das war so das Hauptthema, diese Ungewissheit. Wann geht's weiter? Wie geht's weiter? Geht's überhaupt weiter? Das wusste ja zu dem Zeitpunkt noch überhaupt niemand. Jetzt ist immer noch eine Ungewissheit da, aber wir können jetzt zumindest wieder zusammen trainieren. Wir haben einen Saisonstart vor Augen und zu dem Zeitpunkt im März oder dann hat man mal 2 Wochen war man zu Hause, hat sich wahrscheinlich gefreut, okay, 2 Wochen Urlaub, aber hat dann gemerkt, oh, wann geht's eigentlich weiter? So, und dann, das war schon eine schwierige Situation und vielleicht hat uns dann auch ein bisschen geholfen. Ich meine, jeder hat sich im ersten Moment wahrscheinlich über die Trainingspläne geärgert, aber zumindest hatten wir was zu tun und konnten an unserem Körper arbeiten und konnten was machen dann. Also das hat uns schon auch geholfen dann durch die Zeit, aber gerade die Ungewissheit hat uns alle zu dem Zeitpunkt sehr beschäftigt. Ungewissheit, Timo, guckst du da als junger Spieler noch ganz anders drauf? Die beiden rechts und links neben dir, die können jetzt sagen, Mensch, ich habe schon lange Jahre in der Bundesliga zugebracht, habe viele Erfolge eingesammelt. Du hast aber noch deine Karriere weitestgehend vor dir. Wie guckst du auf diese Szene? Ich glaube, in dem Zeitpunkt oder gerade jetzt auch noch sitzen alle im selben Boot. Also ich glaube, dass weder Heine noch Lifty jetzt morgen sagen würde, okay, ich habe meine Karriere gehabt und wenn es morgen vorbei ist, ist es vorbei. Ich glaube, ja, das sehe ich ähnlich. Also ich will noch viele Jahre in der Bundesliga spielen und natürlich ist man erstmal so ein Stück weit nicht eingeschüchtert, aber man blickt mit Respekt irgendwie in die Zukunft. Und man sieht, glaube ich, einfach auch nochmal als Profisportler, wie vergänglich der Sport ist, dass es morgen einfach nochmal auch vorbei sein kann, ob es jetzt durch Corona oder verletzungsbedingt sein kann. Und ich glaube, sich das selbst nochmal als Profisportler vor Augen zu führen, dass es eben nicht das gesamte Leben ist, sondern dass es ein Zeitraum ist, den man genießen kann und hart dafür gearbeitet hat, glaube ich, hat der ganzen Branche, glaube ich, nochmal gut getan. Und dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Hast du es gesehen, Silvio, was Zukunft Handball angeht? Ja, ich finde auch, dass egal, ob man ein junger Spieler oder ein erfahrener Spieler ist, das war eine einmalige Zeit. Und ich habe es halt so gesehen, dass es die Chance ist, überhaupt mal ein bisschen Ruhe in den Körper reinzukriegen. Weil das gibt es ja sonst eigentlich nicht. Und eigentlich auch die Chance, an Defiziten zu arbeiten und vielleicht... Ich bin ganz ehrlich, ich habe die ersten 2 Wochen auch nichts gemacht. Ich lag zu Hause, ja. Habe mir Netflix angeguckt und habe mich bekochen lassen, beziehungsweise habe selber gekocht und habe halt auch mal die Zeit genossen. Ja. Aber danach habe ich halt auch angefangen, wieder richtig zu trainieren und einfach an Defiziten zu arbeiten, wo du sonst nie die Zeit für hast, weil du immer im Spielrhythmus, im Trainingsrhythmus bist und da jetzt nicht das große Augenmerk drauf gelegt wird. Und von daher muss ich sagen, bin ich super durch diese Zeit durchgekommen mit wirklich viel Spaß und viel Videocalls mit Freunden, gemeinsame Trainingseinheiten und auch mal gesellige Abende, wo jeder alleine zu Hause gesessen hat mit einem Glas Rotwein und man sich, ja, wie im Restaurant Geschichten erzählt oder sonst was. Man muss das alles versuchen, positiv zu sehen, weil sonst... Sonst wird man verrückt zu Hause. Bestand die größte Herausforderung, ihr als Mannschaftssportler, darin, jetzt alleine zu Hause vor euch hin zu trainieren? Du hast vorhin schon angedeutet, es gab reichlich Trainingspläne, Michael. Das muss doch für einen Mannschaftssportler, der sonst immer in Gemeinsamkeit trainiert, die Hölle sein, oder? Dann alleine auf einmal arbeiten zu müssen, wochenlang. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin wahrscheinlich noch nie so viel gelaufen wie in der Zeit. Dank den Trainingsempfehlungen. Nein, aber es war natürlich eine große Umstellung, weil es waren auch Trainingseinheiten dabei, da musste man an seine Grenze gehen auch. Und das
Größten Respekt vor den Einzelsportlern. Wenn du dich in der Mannschaft bewegst, dann hast du Mitspieler, die dich dahin pushen und da gibst du nicht so einfach auf, sondern willst dann auch durchziehen und willst auch vorne dabei sein oder was. Aber wenn du eben alleine auf dem Sportplatz deine Runden drehst und dein Trainer erwartet eben eine gewisse Distanz oder eine Zeit, dann musst du dich selber dahin bringen. Und das war schon eine neue Erfahrung, die ich auch so noch nie gemacht habe. Und am besten auch nicht mehr erfahren möchte. Aber jetzt dürfen wir ja Gott sei Dank wieder in der Mannschaft trainieren und das macht es um einiges leichter. Du hast schon gesagt, Axel, es gibt wieder Perspektiven nach vielen Telefonkonferenzen mit deinen Managerkollegen aus der Liga. Hat man sich natürlich auch auf bestimmte Konzepte geeinigt. Es gibt jetzt Termine, wann es weitergehen soll, sofern nichts mehr dazwischen kommt, Corona-mäßig. Wie geht die MT jetzt nach dieser langen Pause, im Grunde genommen Wettkampfpause, aber hinter den Kulissen fleißig weitergearbeitet, wie geht die diese Termine konkret an? Also das fängt natürlich bei dem Thema, was die Fans am meisten interessiert, an. Wann kriege ich denn endlich eine Dauerkarte? Zu wie viel darf ich denn dann mit anderen Fans in die Rotenbachhalle kommen? Gibt es da schon irgendwelche Aussagen zu? Ja, konkrete noch nicht, ne? Aber der Ablauf ist so, dass wir jetzt zusammen mit der Liga ein übergreifendes Hygienekonzept entwickelt haben, was dem Bundesgesundheitsministerium vorliegt. Das wiederum wird dann in die Länder gespielt und da wird dann die Grundvoraussetzung für jedes Bundesland geschaffen, dass unser Spielbetrieb überhaupt entsprechend stattfinden kann. Das sieht alles ganz gut aus, aber nichtsdestotrotz bleibt es natürlich in der Verantwortung eines jeden Clubs, zusammen mit seinem örtlichen Gesundheitsamt das Konzept so weit zu individualisieren, dass man eben auch Zuschauer einlassen kann. Unser Ziel ist es dabei, natürlich unter dem größtmöglichen Gesundheitsschutz so viele Zuschauer wie möglich einzulassen. Es kursieren natürlich schon immer die ein oder andere Zahl, die sich so immer an 50% der Hallenkapazität orientiert. Wenn wir das zu Beginn schaffen würden, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter, weil das zumindest bedeuten würde, dass wir alle unsere Sponsoren und Dauerkarteninhaber einlassen können. Aber das Konzept ist noch nicht final abgestimmt, aber wir sind mit Hochdruck dabei. Wir stehen auch in ständigem Austausch mit unserem Gesundheitsamt und treffen da auf grundsätzlich sehr wohlwollendes Verhalten auf die Vertreter, von den Vertretern der Stadt Kassel. Und so entwickeln wir die Dinge jetzt intensiv weiter und irgendwann werden wir hoffentlich ein genehmigtes Konzept haben, mit dem wir dann entsprechend loslegen können. Und dann wird es auch die entsprechenden Informationen natürlich an unsere Fans geben. Wobei letztendlich die Entscheidung vor Ort hat immer das betreffende Gesundheitsamt. So ist das hier bei uns in der Region Kassel zumindest. Ja. Sind da Wettbewerbsverzerrungen vielleicht zu befürchten, wenn in der einen Region mehr Zuschauer pro Halle zugelassen werden als in der anderen? Also es kann schon vorkommen, dass es unterschiedliche Verfahrensweisen gibt bei den Clubs, weil sie eben alle in anderen Bundesländern unterwegs sind und dann auch noch natürlich jeder ein individuelles Gesundheitsamt hat, was für den jeweiligen Club zuständig ist. Deswegen muss man schon damit rechnen, dass nicht alles einheitlich geregelt sein wird, sondern an der einen oder anderen Stelle auch Unterschiede auftreten können. Wir kennen alle die großen Arenen, Kiel, Hannover, Mannheim, Kiel, Berlin. Haben wir in Kassel vielleicht dann doch in der Hinsicht einen Standortvorteil, weil die Rotenbachhalle, ich sag mal, viel einfacher vielleicht zu managen ist unter diesen Hygienebedingungen mit weniger Ein- und Ausgängen, weniger Katakomben, wie auch immer, mit einfacher Belüftung. Wie sieht das da aus? Also grundsätzlich muss ich der Messe Kassel erstmal danken, weil sie in den ganzen Planungen uns sehr offen gegenüber ist und im Moment sehr flexibel reagiert. Das ist wunderbar zu sehen. Das schließt aber auch unsere Dienstleister ein. Zusammen mit unseren Partnern Partyrent und Real Audio entwickeln wir gerade oder arbeiten wir intensiv an diesen Konzepten. Und da spielen natürlich ganz viele andere Dinge auch noch eine Rolle. Tatsächlich ist es so, dass wir vielleicht nicht die allerschönste Halle der Liga haben, aber durch das Messegelände haben wir jetzt schon die ein oder andere Möglichkeit, vielleicht Dinge anders zu organisieren und einfach zu organisieren als in fertigen großen Multifunktionshallen. So denken wir zum Beispiel darüber nach, unseren VIP-Bereich in eine Nebenhalle zu verlegen, wo wir genügend Platz haben, um dann auch die notwendige Anzahl an VIP-Kunden auch entsprechend bedienen zu können. Und Laufwege und diese ganzen Dinge können wir, glaube ich,
ganz gut darstellen gegenüber dem Gesundheitsamt, sodass ich, wie gesagt, ich bin im Moment einigermaßen optimistisch, dass unser Konzept ein sehr gutes sein wird, was dann am Ende auch eine Zustimmung findet. Auf die Termine schaut auch der Trainer natürlich. Gudmi, du hast den Saisonbeginn in der Handball-Bundesliga schon lange im Blick, erstes Oktoberwochenende. Bist du ein bisschen überrascht worden jetzt von dem neuen Termin, der ja schon relativ früh Ende August uns auf die europäische Ebene führt? Wie kann man eine Mannschaft so schnell so fit machen und wettbewerbs- und wettkampffähig, dass sie dann schon ins Geschehen eingreifen kann? Ja, ich bin ein bisschen überrascht, aber am Ende ist das so. Ich glaube, wir haben schon angefangen, viel Handball zu spielen oder zu trainieren. In unserer Halle. Und ich glaube, wir haben genug Zeit, um ordentlich zu vorbereiten auf das erste Spiel in Euroleague. Das ist natürlich, wir haben kein Glück gehabt mit dem Los, aber es ist eine machbare Aufgabe, aber einfach wird das nicht. Und redet man über Saisonziele, also dann ist unser erstes Ziel und das ist natürlich diese erste Runde zu schaffen, dass wir diese Silkeborg gewinnen können und dann kommen wir rein in die zweite Runde, kann man sagen, Quali-Runde das ist. Aber ja, das war ein bisschen so von EHF. Ich glaube, die haben auch ihre Probleme mit Planung und so weiter und dann haben die das auch so gemacht mit Zonen wegen Corona. So, das ist alles außergewöhnlich, das ist nichts Normales. Ja? Und da muss man einfach damit umgehen können. Das ist ein Teil von unserer Welt heute. Also die ist einfach unberechenbar teilweise. Und deswegen müssen wir das auch schaffen, die Spieler und alle. Die Fans fragen sich jetzt, wie geht eine Vorbereitung vonstatten? Ist denn überhaupt möglich, Testspiele zum Beispiel zu absolvieren gegen andere Gegner, um Wettkampferfahrung anzusammeln in dieser Vorbereitungszeit? Ja, also wir haben bis jetzt 7 Testspiele auf dem Programm, wo am meisten werden hier in Kassel gespielt. Und dann, ja, so das von meiner Sicht bin ich sehr zufrieden, was wir bis jetzt geschafft haben mit dieser Testspieleplanung. Weil dann kommen auch diese Euroleague-Spiele dazu. Und das heißt, dass wir haben jetzt 7 Testspiele geplant, dann kommen 2 Euroleague-Spiele jetzt am Ende August und dann eine Woche später, dann sind das 9 Spiele und ich hoffe, dass wir schaffen dann 2. Quali-Runde und dann sind das 11 Spiele, bevor wir erste Bundesliga-Spiel spielen werden, ne? Am Anfang Oktober dann hoffentlich. Ja? Aber das ist alles, ja, und ich finde, das ist vollkommen in Ordnung. Im Sinne der Vorbereitung auf die Liga, ist das dann vielleicht sogar von Vorteil, wenn die Mannschaft schon so oft Wettkampf absolviert hat? Bis zum Start? Ja, so sehe ich das. Ich sehe das als einen Vorteil. Und ich finde auch, dass es gibt uns auch, ich freue mich auf wieder spielen zu können, also Punktspiele meine ich, ja, so wie Euroleague zum Beispiel. Ich freue mich und ich bin sicher, dass die Jungs auch freuen sich auf noch wieder. Punktspiele zu spielen oder und das merke ich auch im Training. Also wir haben auch dieses Ziel. Ja, wir spielen da am 29. August. Das steht jetzt fest und dann einfach werden wir diese Zeit ausnutzen und so gut wie möglich trainieren und ja, wird interessant. Du hast gesagt, Silkeborg, erster Gegner in der European League. Du selber müsstest eigentlich positive Erinnerungen haben. In Silkeborg hat die MT damals verloren. Das war noch im EHF Cup. Und dann der Einstand von dir, das Rückspiel hier in Kassel, wurde gewonnen. Leider hat es unterm Strich dann nicht ganz gereicht, um gegen Silkeborg insgesamt als Sieger vom Feld zu gehen, weil das Hinspielergebnis für Silkeborg damals sprach. Mhm. Axel, nur mal ganz kurz nochmal Testspiele mit Zuschauern, ohne Zuschauer. Was dürfen unsere Fans erwarten oder erstmal draußen bleiben? Für den Moment erstmal ohne Zuschauer.
weil das nochmal ein spezielleres Thema ist, können wir im Moment da noch keine Zuschauer zulassen. Falls das im September nochmal anders wird, dann informieren wir da natürlich. Aber im Moment muss man davon ausgehen, dass wir zu den Testspielen keine Zuschauer zulassen können. Und die werden mehrheitlich in der Stadtsporthalle stattfinden, in Melsungen? Wir werden auch Spiele in der Rothenbachhalle stattfinden lassen, auch um die Abläufe da hier und da schon mal so ein bisschen testen zu können. Einerseits für die Sportler, für die Spieler, aber andererseits auch aus unserer Sicht. Und deswegen überlegen wir dann vielleicht auch sukzessive mal ein paar Zuschauer zuzulassen, um dann auch immer mehr zu testen, wie die Dinge so funktionieren und damit auch das Gesundheitsamt vielleicht einen besseren Eindruck noch davon bekommt. Ja, an die Spieler. Der Trainer hat eben schon eine Reihe von Zahlen oder von Spielen genannt. Das muss man sich vielleicht mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Bundesliga ist aufgestockt um 2 weitere Mannschaften. Statt 34 Spiele gibt es 38. Dann sind wir hoffentlich mit der MT Melsungen zweimal im Rewe Final Four aktiv. Das findet im Juni statt, so ist der Plan. Und dann gibt es bis zu 20 Spielen, wenn die MT in der European League erfolgreich ist, bis von der ersten Qualifikationsrunde bis zum Finale. Zusätzlich zu denen, die, da spreche ich euch beide gezielt jetzt an, zu den Nationalspielern, die dann noch diverse Einladungen in die DAB-Auswahl haben. Silvio, wird es einem da Angst und Bange, wenn man solche Zahlen als Spieler hört? Ich finde, als Spieler geht man überhaupt so nicht an die Sache ran. Das waren jetzt viele Zahlen. Die interessieren mich auch ehrlich gesagt 0,0, weil das ist jetzt ein Spruch, das nächste Spiel. Aber aktuell ist es halt wirklich so. Nach der langen Pause, wir freuen uns einfach, irgendwann wieder spielen zu dürfen. Ich persönlich bin sehr froh, dass wir international spielen dürfen. Auf der anderen Seite schade, dass wir in der ersten Runde ran müssen. Allerdings, und jetzt kommt die Sportlermeinung, bin ich extrem froh, dass dieses Spiel schon Ende August, Anfang September ist, weil der Trainer dadurch gezwungen ist, irgendwann auch eine Handbremse reinzulegen. Er darf nicht mehr so viel laufen, nicht mehr so viel Kraft machen, sondern wir müssen uns dann wirklich auch aufs Handball konzentrieren. Und dann, um dort wirklich auf den Punkt auch bestehen zu können. Und das kommt natürlich Mannschaftssportlern immer sehr entgegen. Da bin ich ganz ehrlich. Timo, greift da die alte Weisheit, die den Spielern immer unterstellt wird, die spielen lieber als zu trainieren? Auf jeden Fall. Also man trainiert ja, um zu spielen. Und ich glaube, je mehr Spiele man hat, umso schöner ist das. Ich selber kann noch nicht aus oder mit so viel Erfahrung sprechen, weil ich nämlich noch nie so einen Spielemarathon hatte. Dementsprechend glaube ich, kann das ein Heine oder Lifty, die schon länger dabei sind, ein bisschen besser beurteilen wie ich. Aber ich glaube, wir haben die Grundlage auch schon ab April und Mai gelegt, um uns auf diese lange Saison und knackige Saison vorzubereiten. Und ich glaube, dann sind wir als Mannschaft und als Individualisten auch gefragt, in dieser Ausnahmesituation danach zu leben und uns, am besten darauf vorzubereiten. Und jeder weiß seit Monaten, dass die Saison knackig wird. Und dementsprechend haben wir auch genug Vorlaufzeit, um uns darauf vorzubereiten. Und ich glaube, so wie Heine das auch gesagt hat, jeder Spieler freut sich darauf, wenn es endlich wieder losgehen kann. International, Timo, hast du alles richtig gemacht. Hannover hat zurückgezogen aus der European League mit der MT Melsungen. Kannst du jetzt dort weiterspielen? Triffst du übrigens dann auch im nächsten Jahr dann im Final Four auf deinen ehemaligen Club? Das ist noch ganz, ganz weit weg. Aber wie siehst du international Spiele? Ist das sozusagen das Salz in der Suppe einer Saison? Erstmal bin ich super traurig, dass mein Ex-Verein das nicht geschafft hat, jetzt Europa für die kommende Saison zu stemmen, weil ich in diesem Verein groß geworden bin und die Mannschaft mir unglaublich ans Herz gewachsen ist. Und natürlich bin ich auch noch in Kontakt mit denen und die sind alle super traurig, dass sie dieses große Abenteuer, welches nicht selbstverständlich ist für einen Verein wie Hannover, nicht spielen können. Umso glücklicher bin ich dafür oder darum, dass wir mit der MT die Chance wahrnehmen und uns auf europäischer Bühne beweisen können. Und ich glaube, dass wir uns wirklich darauf freuen können. Ich durfte selbst zweimal im Europacup bislang spielen und ich glaube, wir sollten die Chance ernst nehmen und uns jetzt auch schon durch den frühen Start sehr gut darauf vorbereiten. Und ich glaube, wir können uns alle darauf freuen, europäisch mit der MT vertreten zu sein.
Michael Allendorf hat es schon mehrfach miterlebt, mit der MT international zu spielen. War das die Bereicherung, die man sich auch immer als Spieler wünscht? Oder eine zusätzliche Belastung durch auch die vielen Reisen, die man dadurch hat? Nein, natürlich. Also das war immer was Besonderes, in anderen Ländern zu spielen, andere Gegner kennenzulernen. Dann auch die Tatsache, dass unsere Fans uns überall mit hinterhergereist sind, egal wo wir gespielt haben, ob in Schweden, in Kroatien, in Frankreich. Immer war mindestens 10, 20, teilweise sogar 50 Fans mit vor Ort. Das war schon was ganz Besonderes. Natürlich kommt jetzt auch die Reise und die Reisen dazu. Und das ist natürlich ein Mehraufwand, aber das nimmt man als Spieler gerne in Kauf, wenn man die Möglichkeit bekommt, dann international zu spielen. Und bei uns war jetzt, glaube ich, zweimal im Viertelfinale Schluss. Und es wird auch mal Zeit, dann international vielleicht auch mal ein Final Four zu erreichen. Aber Axel, da sind ja noch mehr Fragezeichen als vielleicht in der Bundesliga, wenn es in andere Länder geht. Wie sind dort die Bedingungen? Da ist auch vieles noch offen, offensichtlich. Ja, klar. Es gibt natürlich in einigen Ländern noch Reisebeschränkungen und das macht es natürlich nicht einfacher. Deswegen wurden ja auch diese Zonen jetzt zum Beispiel in der Quali 1 gebildet. Wir können im Moment nicht mehr machen, als uns auf unsere Aufgabe zu konzentrieren, die erste Runde zu überstehen. Dann wird es eine zweite Quali-Runde geben und da wird man sehen, wie der Wettbewerb sich dann gestalten wird und wie die Situation einfach hinsichtlich Corona sich darstellt. Aber ich sehe es genauso, da sollten wir uns im Moment noch nicht zu viele Gedanken drüber machen. Es wird so kommen, wie es kommt und für uns sind immer die aktuellen Aufgaben die wichtigsten. Hat diesbezüglich der Handball auch Möglichkeiten, Anleihen an den Mechanismen wie im Fußball geschehen zu nehmen, was zum Beispiel Hygienekonzepte oder Durchführung von Veranstaltungen angeht? Ja, da besteht ja auch ein reger Austausch zwischen den Sportarten. Wir kennen natürlich die Konzepte aus dem Fußball, Basketball, Eishockey. Zum Teil werden auch gemeinschaftliche Konzepte erstellt und erarbeitet. Aber Fußball ist natürlich für alle anderen Sportarten, gerade auf dem höchsten Niveau in der ersten Fußball-Bundesliga und natürlich dann noch mehr im europäischen Bereich, immer in einer ganz, ganz anderen Liga, mit dem wir uns nur schwer vergleichen können. Nichtsdestotrotz kann man sich das ein oder andere eben dann doch auch abschauen an der einen oder anderen Stelle und diese Chance nutzen wir natürlich auch. Wir können gerne mal eine Frage zwischendurch einflechten, die kam von Hitradio FFH. Sonja Pahl fragt Silvio Heinevetter, was haben Kassel und Berlin gemeinsam, beziehungsweise was ist der größte Unterschied? Tja, Sonja, gute Frage. der Unterschied ist wahrscheinlich die Größe. Allerdings, ganz ehrlich, so viel habe ich von Kassel auch noch nicht gesehen, weil ich kenne jetzt das Fitnessstudio, die Laufstrecke und die Handballhalle. Die kenne ich sehr gut und die ist, finde ich, genauso wie in Berlin. Da hat sich nichts groß verändert. Alles andere wird sich dann im Laufe der Zeit zeigen. An Axel Kirk, ich habe aber gestern zum Beispiel eine Stadtrundfahrt mit dem Reiseführer Michael Allendorf gemacht. Das war ganz interessant und lustig und schön. Das ist schon so ein bisschen Vorausschau auf das, was die MT vorhat, nämlich die Spieler mal aus einer anderen Perspektive vorzustellen beziehungsweise sich auch selber vorstellen zu lassen. Da wurde, Entschuldigung, ein Video gedreht. Das wird es in Kürze geben. Da gibt es demnächst eine Ankündigung, wann das zu sehen sein wird. Aber es hat offensichtlich noch mehr Spaß gemacht, als ursprünglich gemutmaßt, oder Michael? Ja, es war ohne zu viel zu verraten jetzt. Es war eine nette Abwechslung und ich habe eigentlich gedacht, mit meinen 10 Jahren hier bei der MT und in Kassel weiß ich schon alles über alle möglichen Sehenswürdigkeiten, aber unser Neuzugang Silvio hat mich eines Besseren belehrt. Silvio, du weißt ja, dass Henning Fritz in Insiderkreisen der Busfahrer genannt wird. Also dieses Attribut hast du ihm seit gestern wahrscheinlich streitig gemacht. Wird er so genannt, ja? Ja. Ich kenne andere Torhüter, die nennt man Airbus-Fahrer aufgrund ihrer Körperfülle oder ihrer spärlichen Bewegung. Da gehört Fritze jetzt nicht dazu. Für so einen kleinen Spaß bin ich auch mal zu haben. Alles einsteigen, jawohl. Das haben wir gestern schon gesehen. Also es gibt demnächst ein Video, wo unsere Neuzugänge eine Sightseeing-Tour durch Kassel machen. Und da können Sie schon mal drauf freuen. Die zweite Frage von Hit Radio FFH geht an Axel Gerken. Der 1. Oktober rückt näher, Axel.
Zuletzt gab es immer und gibt es jetzt auch noch steigende Infektionszahlen. Wie sehr zittert ihr denn bei der MT? Ja, also es geht, glaube ich, in erster Linie mal darum, dass die Bundesliga wieder in den Wettkampf kommt. Ob das dann am Ende mit oder ohne Zuschauer zahlen wird, das wird eben die, das jeweilige Pandemielevel entscheiden. Ne? Aber natürlich wünschen wir uns, dass wir möglichst viele Zuschauer in die Halle lassen können. Aber auch da gilt, das zu beobachten. Und wenn es dann eben nicht so ist, dann müssen wir leider in den sauren Apfel beißen und gegebenenfalls ohne Zuschauer spielen. Das wäre natürlich der schlechteste Fall. Aber nichtsdestotrotz steht dann auch im Vordergrund, dass die Mannschaft wieder Spiele absolvieren kann. Das war die Nachfrage, also Nervosität entsteht momentan deswegen noch nicht. Nee, also ich glaube, wir haben uns jetzt im Laufe der Zeit alle gemeinsam abgewöhnt, dann immer schon zu weit in die Zukunft zu schauen, weil das auch keinen Sinn macht. Natürlich würden wir uns wünschen, wenn wir größtmögliche Planungssicherheit hätten und alle Dinge gut vorbereiten können. Das ist aber eben nicht der Fall und die letzten Monate haben uns auch gelehrt, wie wir gut damit umgehen können und so machen wir das auch zukünftig. Gut, Mi, kommen wir noch mal zum Sport, zu den Zielen. Du hast gesagt, in der Euroleague gilt es zunächst mal die erste Runde zu überstehen. Das sind Hin- und Rückspiel, wir haben es schon gesagt. Gibt es auch eine Zielsetzung für die jetzt größere Bundesliga mit inzwischen ja zwei Mannschaften mehr? Kann man da schon einen Überblick überhaupt haben? Wie schätzt du die Liga ein von der Stärke? Ja, also das Erste, wir werden zusammen unsere Saisonziele definieren im September. Wir möchten eigentlich durch diese Anfangsphase kommen und hoffentlich ohne Verletzungen. Das steht natürlich fest, dass wir möchten erste Runde in Euroleague überstehen und dann auch die zweite, weil das ist natürlich entscheidend, ne, für Euroleague danach. Mhm. Die Bundesliga, ja, das ist die Bundesliga, ich sehe die Bundesliga wie ein Marathonlauf, ja, weil die ist lang, ist schwer und jedes Spiel ist wichtig. Ja. Und jetzt haben wir 38 Spiele, das ist natürlich sehr viel. Und ich finde, Handball allgemein in der Welt hat sich so entwickelt, dass es gibt es kaum einfache Spiele. Und auf keinen Fall in Bundesliga. Da sind alle Spiele schwierig. Ja? Und deswegen ist das natürlich, wird das eine Herausforderung für uns. Und wie gesagt, also unsere Ziele werden definiert gemeinsam in September. Und dann schauen wir, wie es geht. Wir möchten einfach jetzt unsere Trainingsspiele spielen und sehen, wie stehen wir, was machen wir, wo müssen wir uns verbessern als Mannschaft. Und das ist immer, also ich bin ein neuer Trainer hier dabei, wir haben unsere neuen Spieler dabei. Es muss alles stimmen und wir brauchen ein bisschen mehr Zeit, um zu sehen, wie läuft es. Und auch nochmal, also das zu überstehen, es ist keine einfache Zeit. Wir haben hinter uns fast 120 Tage ungefähr, wo kein Handball gespielt wurde. Also das war einfach so. Und damit hat keiner von uns Erfahrung, keiner hat das erlebt. Es ist alles neu für uns. Es ist auch eine neue Situation, so eine Vorbereitung zu machen, was wir gemacht haben. Dann eine Vorbereitung, die hat jetzt begonnen im Juli. Und dann haben wir eine Pause vor uns jetzt, haben wir so geplant. Und dann kommt eine lange Phase danach, 6 Wochen lange Phase vor dem ersten Bundesligaspiel. So, das ist alles neu, das ist Neuland für uns. Wir wissen nicht, wo wir stehen und so weiter. Und jetzt über Ziele zu reden, genau, das ist für mich zu früh. Und wir werden das sicher, also werden wir genaue Ziele definieren, ich und die Mannschaft. Aber das kommt erst im September. Mhm. Michael, du hast an anderer Stelle schon mal im Interview gesagt, es gibt nach dieser langen wettkampffreien Zeit auch eine ganz lange Zeit, wo man jetzt nur noch mit Handball zu tun hat. Das ist fast ein ganzes Jahr, von Juni diesen Jahres bis, oder von Juli bis Ende Juni nächsten Jahres. Der MT wurde immer mal
nachgesagt, Mensch, die hat so viele tolle Spieler, viele Nationalspieler, super besetzte Mannschaft. Da muss eigentlich noch ein bisschen mehr kommen als die bisherigen sechsten, siebten Plätze. Hat man da als Spieler jetzt auch das Gefühl, wir müssen jetzt liefern? Setzt ihr euch da noch mehr unter Druck, jetzt auch in dieser neuen Besetzung? Also was man über die MT sagt oder über uns sagt, spielt erstmal bei uns persönlich jetzt in der Mannschaft gar keine Rolle. Also jeder persönlich hat so ehrgeizige Ziele und auch mit der MT so ehrgeizige Ziele, dass wir immer das Maximale und den bestmöglichen Erfolg erreichen wollen. Aber was Gudmi schon gesagt hat, es ist Neuland für alle. Es ist, so eine Situation hatten wir noch nie. Und man weiß nicht, wie wir da durchkommen durch so eine Vorbereitung. Man weiß aber auch nicht, was andere Mannschaften machen zu dem Zeitpunkt. Wie starten die in die Saison und was passiert dann mit Zuschauer, ohne Zuschauer, ohne die eigenen Fans im Rücken? Was passiert dann? Deshalb, glaube ich, wird das sehr schwer, da eine richtige Einschätzung abzugeben, wie die Saison wird oder was unsere Ziele sein können. Ich habe mir sowieso ein bisschen abgewöhnt, da von konkreten Zielen zu sprechen, weil das hatten wir die letzten Jahre immer. Und wenn ich mich recht erinnere, letztes Jahr Saisonauftakt, Flensburg Außenseiter, haben wir eine gute Chance. BHC, ja, da können wir schon gewinnen. Lemgo zu Hause gerade so gewonnen und dann fahren wir nach Balingen und kriegen mit 13 Toren einen auf die Mütze. So, dann waren alle Saisonziele schon mal über den Haufen geworfen. Von daher glaube ich, dass wir dieses Jahr einfach vielleicht ein bisschen auf uns gucken sollten, gucken, wie wir durch die Vorbereitung kommen und dann, ja, ich glaube, dann ist trotzdem einiges möglich, weil wir haben sehr viel Potenzial in der Mannschaft und wahrscheinlich noch ein Ticken mehr oder sogar deutlich mehr als die letzten Jahre auch. Und das müssen wir zeigen und dann wird das, glaube ich, eine richtig gute Saison. Timo Silvio, als Neuzugang hat man einen anderen Blick auf den Verein als Spieler, die jetzt schon ziemlich lange dabei sind. Versucht man, die Stärke eines Vereins ein bisschen einzuordnen, zum Beispiel durch Vergleiche mit anderen Vereinen? Wie sind wir jetzt besetzt? Wie sind die anderen besetzt? Wir haben die und die Spieler, die können das und das. Wie handhabt ihr das? Versucht ihr das oder ist euch das auch nicht so besonders wichtig? Also ich habe gerade, nachdem Gummi dieses böse M-Wort Marathon in den Mund genommen hat, komplett abgeschaltet. Von daher weiß ich hier nichts mehr. Geht mir viel zu viel ums Laufen aktuell. Ja, natürlich, ganz ehrlich, ich habe auch die MT-Messung studiert vor jedem Spiel und habe Stärken und Schwächen irgendwie ausgemacht. Aber das ist eine neue Saison. Die Karten sind neu gemischt. Wir arbeiten jetzt dran, dass wir vielleicht noch ein, zwei Joker irgendwie in der Hinterhand haben können. Und das ist aktuell das Ziel. Und da geht's. Ich glaube, es ist jetzt töricht zu gucken, wie wird die Saison, wie viele Spiele und so weiter und so fort. Wir haben ein Ziel. Das ist, erste Runde europäisch zu überstehen. Weil so ein Silkeborg, die Mannschaft aus Dänemark, ist kein leichter Gegner, das wissen wir. Da müssen wir liefern, da müssen wir gewinnen bzw. weiterkommen. Und alles andere, was danach kommt, erstmal egal. Wie siehst du es, Timo? Ja, damit ist eigentlich alles gesagt. Also du hast jetzt keine Vergleiche unbedingt angestellt, du hast geguckt, Mensch, Magdeburg ist in der Besetzung unterwegs, wir haben jetzt künftig die Besetzung bei der MT, das könnte so und so ein Kräfteverhältnis bilden. Überhaupt nicht. Also ich glaube, dafür ist die Situation für alle zu neu und ich glaube, jeder, der schon ein bisschen dabei ist, der weiß auch, wie abhängig das vom Spielplan, von Verletzungen, von einem Flow, der innerhalb einer Mannschaft gerade herrscht, von äußerlichen Einflüssen. Und ich glaube, da ist man eigentlich gut beraten, immer auf sich selbst zu gucken und nicht jetzt, bevor die Saison angefangen hat, schon rüber nach Magdeburg zu schauen und zu gucken, wie machen die das, was ist da los. Damit ist, glaube ich, keinem geholfen. Was ich mir immer so als persönliches Ziel sage, gerade wenn Zuschauer in der Halle sind, dass man eine Heimmacht sein muss, um eine erfolgreiche Saison zu spielen. Und ich glaube, so wie ich die Akustik in der Rotenbachhalle wahrgenommen habe, dass das hier möglich ist. Und ich glaube, wenn du eine Heimmacht wirst, ist es möglich, eine gute Saison zu spielen. Und ich glaube, das ist so ein kleines Ziel, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, zu Hause wirklich stabil zu sein, um dann daraus eine gute Saison zu spielen. Und darauf hätte ich riesig Lust. Ich finde auch nicht, dass man unbedingt auf die Besetzung der anderen Mannschaften gucken muss. Erstmal guckt man auf sich selber und dann ist das Allerwichtigste, wie funktioniert die Mannschaft? Wie harmoniert sie? Wie spielt sie Abwehr zusammen? Kann sie Akzente im Gegenstoß, im Rückzugsverhalten, wie auch immer setzen?
Und das ist viel wichtiger als einzelne Spieler. Es ist ein Mannschaftssport und da sind wirklich ja, alle 16 Spieler wichtig und auch der Trainer und Co-Trainer und der Geschäftsführer. Aber wichtig ist, dass man als Mannschaft auftritt und dass man dieses Gefühl auch nach außen trägt. Mhm. Gudmi, wie groß ist für dich die Herausforderung? Du hast viele Nationalspieler, du bist selber Trainer des Nationalteams deines Heimatlandes. Ist das eine besondere Herausforderung, eine solche Mannschaft zu trainieren? Oder macht es das vieles einfacher, wenn sehr viele international erfahrene Spieler dabei sind? Ja, also ich finde, das ist überhaupt kein Problem. Also ich freue mich immer, wenn meine Spieler werden für Nationalmannschaften nominiert. Das finde ich immer toll und Gott sei Dank haben wir viele, zum Beispiel deutsche Nationalspieler dabei und auch aus Island und Kroatien, Montenegro zum Beispiel. So, das ist immer, sehe ich als Vorteil. Von meiner Seite kenne ich diese Situation sehr gut. Ich war damals mit Löwen auch gleichzeitig als Nationaltrainer in Island. War für mich überhaupt kein Problem. So, ich sehe es als, lieber als Vorteil. Und ja, also ich glaube, da werden wir alle einfach durchkommen, kann man sagen. Weil es ist so, es ist immer für die Nationalspieler, die freuen sich auf mich, für seine Nation zu spielen. Und da gibt es interessante Aufgaben jedes Mal, kann man sagen. Qualifikation für Olympia. Oder Weltmeisterschaft zu spielen und so weiter. Also ich glaube, die freuen sich da riesig. Also das ist ein Teil von unserem Geschäft. Und für mich persönlich, dann, ich freue mich auf jeden Tag, mit den Jungs zu arbeiten hier. Und das ist mein Leben. Ich brenne für Handball und deswegen ist das für mich immer, ich finde das immer schön, wenn ich so viel Handball machen kann wie möglich. Ja. Sehen das die Spieler genauso? Jeder Trainer hat eine neue Philosophie. Mit was hat er euch überrascht? Vielleicht noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Du hast eben schon gesagt, momentan zu viel laufen. Ist aber keine Überraschung jetzt. Für einen Torhüter ist das immer schwierig, viel zu laufen, oder? Ja, das gehört dazu. Überrascht hat mich die Aussage, wir spielen jetzt isländisch Fußball. Wie geht das? Ja, das hat jetzt nichts mit Fußball zu tun gehabt, groß. Aber ansonsten, ja, ich sag mal, ich kenne Gummi jetzt auch schon ein paar Jahre und habe auch viele Freunde bei den Rhein-Neckar-Löwen und auch in Dänemark bei der Nationalmannschaft. Von daher ist er jetzt kein unbeschriebenes Blatt. Timo wechselt von Spanisch auf Isländisch im Trainerbereich. Ja, mehr laufen als unter einem Spanier, das kann ich schon mal sagen. Aber ansonsten glaube ich, lassen wir uns einfach weiterhin mal überraschen, was da noch so kommt. Michael? Ja, was man halt deutlich merkt, ist, dass Gudmi schon eine große Autorität besitzt. Also gerade auch mit den Titeln, die er schon gewonnen hat, ob das jetzt bei Olympia war oder mit den Rhein-Neckar-Löwen. Und wenn er was sagt, dann wird das auch gemacht. Und dann ist es auch mucksmäuschenstill in der Halle. Und man merkt schon, wie groß der Respekt ist vor Gudmi. Und das tut uns, glaube ich, auch ganz gut. Und ich glaube, da können wir zusammen viel erreichen. Abschließende Frage an Axel. Was ist so die nächste Hauptaufgabe, die du dir vorgenommen hast, morgen, übermorgen, nächste Woche? Was steht an? Ja, nach wie vor viele Gespräche mit unseren Partnern, die wir versuchen zu überzeugen oder neu zu überzeugen, uns zu unterstützen. Und das wichtigste Thema aktuell ist Betriebs- und Hygienekonzept. Ist, apropos Partner, ist das jetzt überhaupt möglich, Sponsoren zu begeistern für die MT? Gibt es da eine Tendenz oder überhaupt Ergebnisse bei diesem Bemühen? Ja, schon. Also wir haben schon die Möglichkeit, auch neue Partner zu überzeugen und auch bestehende Verträge zu verlängern. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch gerade aktuell immer mal Partner, die sagen, okay, wir würden zwar gerne, aber es geht einfach nicht. Aber es gibt auch Partner, die einfach ein bisschen abwarten, wie die Situation sich entwickelt. Ja, wird man die Spiele besuchen können? Das ist sehr unterschiedlich und ist sicher ein deutlich längerer Prozess oder eine längere Phase als vielleicht in den vergangenen
vielen Jahren. Aber auch diese Aufgabe nehmen wir gerne an und sind im ständigen Dialog mit unseren Partnern. Das machen wir auch gerne, um sie dann am Ende hoffentlich auch überzeugen zu können. Bei uns haben sich schon einige Schweißperlen hier auf der Stirn gebildet und es ist möglicherweise genauso warm wie bei Ihnen zu Hause, liebe Fans. Deswegen sollten wir mit dem Schlusswort des MT-Vorstandes jetzt auch unsere Premierensendung beenden. Wir hoffen, Sie hatten viel Spaß dabei beim Zuhören, beim Zuschauen, haben neue Erkenntnisse, neue Einblicke in das MT-Team gewinnen können und sind schon so ein bisschen heiß auf die neue Saison 2021. Das wird übrigens die 16. der MT Melsungen in der sogenannten stärksten Liga der Welt. Ich sage Dankeschön an unseren Gesprächspartner Axel Gerken, der MT-Vorstand, Gutmi, der Chefcoach, der Dauerbrenner Michael Allendorf und unsere beiden Neuzugänge repräsentieren. Die anderen zwei, die heute nicht da sind, Timo Kastening und Silvio Heinevetter. Kommen Sie gut durch den Sommer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.